Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crack House. Oder war es Crack World? Ich bin mir nicht sicher. Naja, also wenn du halt gut genug dealst, kannst du irgendwann dir die ganze Welt zu eigen machen. Von daher, ja, in der letzten Folge wurde... Wow. Oh, das hat sogar noch funktioniert. Ich hätte schwören können, dass das nicht klappt. In der letzten Folge wurde Yoshi entführt und Prinzessin Peach ermordet. Und dementsprechend hat sich... Wow. Scheiße. Hat sich Mario das Leben genommen und ist dann aber leider in die Hölle gekommen und hat in der Hölle realisiert, ja, Fehler erkannt. Oh, Moment. Das ist ja sofort wieder mit Respawn, das ist ganz nett, aber warum habe ich denn da oben eine Lebensanzeige? Er dachte sich doch so, ja, Moment, das lohnt sich doch, das Kämpfen, das Leben für Yoshis Crack. Nicht unbedingt für Yoshi selber, aber für sein Crack. Also in gewisser Weise hat er dadurch indirekt auch gesagt, dass er Yoshi retten muss. Also es ist auch einfach vielleicht so ein Fall von, er will nicht zugeben, dass er Yoshi mag, ja. Ihr kennt ja solche Leute, die dann, einfach mal kalt rüberkommen, obwohl sie es nicht sind. Es sei denn, es ist gerade irgendwie Winter und es ist vielleicht wirklich kalt. Was ist jetzt? Da war ein Levelzeichen. Ganz, ganz komisch. Ja, das ist einer dieser Hacks, die dich direkt respawnen lassen. Das hat mehrere Vorteile. Unter anderem ist es natürlich erstmal kürzer. Du verlierst keine wirklichen Leben. Also du hast quasi unendlich Leben. Und das Lied geht reibungslos weiter. Was? Na, so kann ich das machen. Was auch ganz nett ist. Weil, das, also so mit Save States und einem Soundtrack, der sich immer loopte, das ist ja nicht so geil. Was ist eigentlich hier mit meinem Schnurrbart? Was soll denn das? Muss ich mir den erstmal zurückerkämpfen oder was? Oh. Okay. Das sah jetzt ein bisschen crackhaftig aus, ja. Ist jetzt nicht so einfach. Die Frage ist ja genau, den müsste ich ja kriegen. Ich glaube nicht, dass es wirklich jetzt einfacher ist, dadurch, dass ich groß bin. Eher kleiner. Im Moment, wieso hat das jetzt so gut funktioniert? Ich weiß nicht, ob die Koopas einen Global Time haben. Also es gibt Gegner, die deren Muster, also die fliegen quasi, auch wenn sie nicht im Bild sind, weiter und haben ihre Pattern. Das heißt, jetzt beispielsweise weiß ich jetzt nicht, in dem Moment sind sie jetzt oben oder unten. Und dementsprechend kann es sein, dass sich das manchmal zum Positiven oder ja hier zum Negativen verändert. Das war jetzt nicht gut, aber gut. Drüber kann ich ja auch fliegen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das war. Wurde ich getroffen oder war mein Ballon kaputt? Ich glaube, ich wurde getroffen, ne? Ah, okay. Ah, da hatte ich noch ein bisschen Zeit. So. Dann hier schön... Ah, ja. Da habe ich zu spät springen gedrückt. Beziehungsweise wurde es halt nicht anerkannt. Ah, jetzt sei es drum. Okay. Auch interessant, Spieletester, hallo. Wollt ihr mir erzählen, dass euch das nicht passiert ist? Ah, okay. Ja, ich warte hier. Das lohnt sich ja gar nicht, da sinnlos auf die Pfeile zu hauen. Das sind ja unnötige, muskulitäre, daumiritastische Anstrengungen. Schade. Ich dachte, ich könnte dann noch rechts auf den springen und mich dann retten, aber leider bin ich da direkt runtergefallen. Gut, dann kann ich jetzt diesmal den unteren Weg nehmen. Hm. Ja, das Spiel an und für sich läuft stabil. Ist ganz interessant, weil ich ja bei der letzten Aufnahme so ein paar Probleme hatte. Also es war bei Fall Guys World und bei Grand Troll World. Hier geht's aber, das ist sehr feine Idee. Das Ding bei dem... Wie nennt man so ein Ding? Wenn man da so runterrutscht, dann darf man nicht nach rechts drücken. Also es ist, liegt erstmal natürlich so im Gefühl, das zu machen, weil du natürlich weiter springen willst, aber dadurch stoppst du das Momentum, welches du durch den Berg generierst. Und es kann auch sein, dass ich durchaus springe, aber dann aus Versehen nach rechts drücke. So, jetzt hat es funktioniert. Beim ersten Mal hat es ja auch funktioniert, deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn ich es dann beim zweiten und dritten Mal anders gemacht hätte. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Okay. Ja, ich glaube, ich nehme sicherheitshalber mal einen mit, oder?
Moment. Ich hätte nach oben springen müssen, schätzungsweise. Okay. War mir jetzt nicht hundertprozentig klar, aber sollten wir hinkriegen. Ah, ich merke aber schon, wie... Ja, meine Daumen... Mein linker Daumen sich schon ein bisschen beschwert. Also ich glaube, das liegt in erster Linie an dieser Stelle hier. Also diese Ballonsteuerung ist schon nicht so angenehm. Ja, nee, ich glaube, ich habe doch wirklich nach rechts gedrückt. Ganz komisch. Okay. Dann einmal hier hin. Mal gucken. So, dann so und... Ja, so hat er sich das gedacht. Und hoffentlich bin ich hier sicher. Ja, und das ist hier sehr, sehr schön. Oh, da kam noch so ein kleiner Troll. Alles klar, das war... Ja, die Frage, war das jetzt das erste Level, das zweite? Hat das... Zählt so ein Prolog schon als Level? Also auch an und für sich auf dieser Seite, das weiß man ja nicht. So, da ist der... Schnurrbartlose Mann wieder schnell unterwegs. Hier gibt es anscheinend Secret Exit. Okay, da muss ich erstmal rein, mal gucken. Warum macht man sowas? Sowas. Es ist schwer, hier etwas sehen zu können, aber ich muss weiter. Für das Crack, ja. Sehr, sehr schön. Sowas gab es ja auch bei... Wie heißt es? Super Cthulhu World. Nicht, dass ich es gespielt habe, aber da habe ich mal reingeschaut und hatte das gesehen. Ansonsten ist mir sowas eher fremd. Das ist ganz schön. Diese, ja, Ästhetik einfach. Aber die Musik ist bis jetzt ziemlich penetrant, finde ich. Ich weiß jetzt nicht genau, was das präsentieren soll. Schätzungsweise der Kampf ums Überleben. Der Kampf eines Toten, der versucht zu überleben. Und die, ja, die Reise durch den Tod halt. Okay. Ja, ja, das, da muss man auch halt schauen, dass man, wenn man dann mal wieder Farbe kriegt, ist das schon ein bisschen komisch, ne? Geht direkt auf die Augen. Ah, soll ich mal, ich glaube, ich spiele mal mit Analogsticks. Ach ja, erstmal die Daumen ausruhen. Ja, da musst du halt... Oh, das war mir jetzt nicht ersichtlich. Ich dachte, er wäre auf der anderen Seite. Du musst halt schauen, dass du im richtigen Moment von denen abspringst. Nochmal X drückst. Oder was auch immer ihr für eine Tastenbelegung habt. War hier... Das ist ein Pilz, ja. Da hätte ich mir vielleicht aufbehalten sollen. Okay, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Ja, hier werde ich aber, glaube ich, die... Ja. Pfeiltasten nehmen. Ja, es ist schon... Wow, präziser. Springen. Springen. Sehr schön. Darüber. Das war knapp. Das war sehr knapp. Weiter, weiter. Fallen die? Nein, die Steine fallen nicht. Okay, da komme ich auf die andere Seite. Wahrscheinlich gibt es noch so einen Zwischenraum, oder? Ja. Sehr gut. Der Mittelpunkt ist erreicht. Bis jetzt bin ich vom Schwierigkeitsgrad her sehr... zufrieden. Also das sind, Damage Boost. Das ist definitiv keine unfaire Scheiße. Es hat, meiner Meinung nach auch, genau die richtigen Längen bis jetzt. Na, scheiße. Ich wollte den eigentlich mitnehmen, aber hat irgendwie nicht ganz so geklappt. Also ja, bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Da rechts, da, ja, da hat man schon so, das ist aber doof, jetzt bin ich tatsächlich nicht mehr groß. Bin ich mal gespannt, wie sie mir die Stelle jetzt erklären wollen. Okay. Ja, hat man gehört, da habe ich vorzeitig X gedrückt. Ich würde aber tatsächlich hier ein Save State machen, weil ich dieses Rohrgedöns, diese Ladezeiten da unnötig finde. Ja, das... Das ist keiner. Ja, gut, jetzt haben wir aber das Problem, dass das Lied dann zerstört wird. Das ist kein Gegner, wo man Spinjump machen kann. Hä? Komisch. Verstehe ich nicht. Sind hier unsichtbare Blöcke? Nee.
Okay. Oh, warte, nee, euch kann ich ja nicht benutzen. Nee. Ganz, ganz komisch, Leute. Oh, warte, vielleicht. Ja, ja. Das ist wieder so ein Fall von P-Speed. Ach, hier ist dann aber ein Pilz. Boah, seid ihr asozial. Ja, alles klar, Leute. Dann, schauen wir mal, ob das Spiel dann in der nächsten Folge auch weiterhin nicht asozial ist oder das Ganze. Ich meine, das sind ja halt die ersten Level, ne? Das ist so. Ich sag ja auch immer gerne, ich bin ein Fan davon, wenn man ja, nicht eine steile, aber eine Kurve hat, die halt immer höher geht. Und das sind ja jetzt die ersten Level. Jetzt finde ich das angenehm, aber das könnte natürlich auch bedeuten, dass sie in Zukunft, dass es in Zukunft immer schwerer wird, beziehungsweise dann halt wirklich asozial wird. Mal schauen, ob er seine Kurve halbwegs behalten kann. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.